Hallo Erlewin, ich bin wieder hier. Ich mache jetzt ein Herzgirlande für den Valentinstag. Ich habe wieder schon geschnitten in kleine Form. Und dann, wenn es geschnitten ist, dann verkleben das nebeneinander. Zuerst in der Mitte und dann. Das ist ganz einfach. Mitte, die Seite, Mitte, die Seite. Das ist leider nicht. Ja. Und dann jetzt wieder in die Mitte. So, wir brauchen ungefähr 20 Stück. 20 oder bis 22 Stück. Das kann passieren, das ist nicht alle gleiche Größe, aber das macht nichts. Und dann jetzt an die Seite. Und wieder in die Mitte. Das kann man dann als Valentinstag-Dekoration verwenden. Dann wieder die Seite. Mitte, die Seite kleben und dann Mitte. Dann jetzt wieder Mitte. Wieder an die Seite. Das ist nur aus Krepppapier. Und die Seite. Para sa mga Pilipina, kapwa kong Pilipina, ito yung ginagawa ko para sa Valentine's Day decoration. Ano lang ito, crepe paper lang ito ang ginawa ko. Bali yung 20 pieces na heart or more. 20 pieces or 22 pieces. Nasa sa inyo yan kung gaano kahaba ang ano niyo, ang crepe paper niyo. Pwede rin gawin ng 22 pieces. Tapos, ayun, dagdagan ko siya ng dalawa, bali 22 siya. Ayan. Ganyan siya, tapos i-decoration mo yan sa ano. Pwede mo siyang pahabain kung gusto mo, palakihin. Pero pwede rin ito dagdagan ng ng ano yung dito sa ano, para maganda ang pagtingin. Paganyan. Pwede mo padagdagan kung gustuhin mo. Nasa sayo yan. Ganyan ang itsura niya. Ganon. Tapos, kakabit mo lang ng ganito.
So. Kadagdagan pa natin yan. Maraming salamat sa panonood niyo. Sana magustuhan niyo ang panibago kong creation. Thank you so much, guys.